Der himmlische Geist widersetzt sich dem großen Vater und wirft seine Fesseln von sich. Jetzt ist er mit den Ketten der Freiheit gebunden. Der Vogelmensch. So, nicht einmal Chorus weiß das. Aber ich erinnere mich an die Geschichte vom Vogelmann. Es gibt eine ähnliche Geschichte über göttliche Geister als Nagi-Legende. Elrim schickte seine Diener, die göttlichen Geister, nach Parel. Er sprach: Ihr sollt nicht zu dem werden, was das Leben beherrscht. Und so verbrachten sie ihre Tage damit, Leben in den Wald zu bringen und sich gegenseitig Namen zu geben. Eines Tages dann beschloss einer der Geister, ein Geschöpf nach seinem eigenen Abbild zu erschaffen. Elrim warnte ihn: Diese Kreatur ist eine weise Bestie und wird eines Tages die Verführung zu euch bringen. Ihr sollt euch nicht mit ihr einlassen. Der göttliche Geist versprach es so und belebte das Geschöpf, das aussah wie er selbst. Das war die Geburt des Menschen, der weisen Bestie, wie vom Propheten Gi vorhergesagt. Und während die Sandkörner der Zeit weiter rieselten, gebaren die Geschöpfe Kinder und vermehrten sich. Bald darauf erlebte der Wald einen schicksalhaften Tag. Ein göttlicher Geist verliebte sich in eine Menschentochter und damit wurde das Versprechen schließlich doch gebrochen. Elrim bestrafte den göttlichen Geist für seine Sünde und verwandelte ihn in eine Bestie. Die Abkömmlinge dieses göttlichen Geistes hausen immer noch im Wald und manchmal da zeigen sie sich uns sogar. Der Vogelmann Kikinak, der in den Volksmärchen von Parel erwähnt wird, könnte sehr wohl mit diesem Geist zu tun haben. Wir sollten auf die Suche nach Kikinak gehen, dem legendären Vogelmenschen. Begib dich in den Libellenwald. Aber ich muss dich warnen, ein normaler Kokonmeister ist kein gleichwertiger Gegner für die dortigen Bewohner. Und frage auf jeden Fall den alten Grabhüter Poto nach den Legenden. Er ist der Geschichtenerzähler von Syrus und er dürfte viele der überlieferten Fabeln kennen. Weißt du, ich bin gern hier. Wer weiß, ob du mich verstehst. Ich habe eine gute Sicht auf den Wald. Ich liebe den Wald. Deshalb mag ich es hier. Wenn ich hier den Wald betrachten kann, brauche ich sonst gar nichts. Oh meine Güte, ich habe fast die herumtollenden Kinder vergessen. Ihr Lachen ist auch sehr wichtig für mich. Es war einmal in einem weit entfernten Dorf. Dort lebte ein Holzfäller, der sich stets seiner Kraft rühmte. Es hieß, dass der Holzfäller seine eigene Kraft prüfen und den höchsten Baum im ganzen Wald fällen wollte. Er machte sich eilig auf den Weg tief in den Wald, um den Baum zu suchen. Inzwischen hatte der Wald dem großen Baum von dem Holzfäller erzählt. Der große Baum seufzte tief und klagte über den Törichten. Und dann seufzte er wieder. Und wenig später wurde der Atem des großen Baumes zu einem dichten, undurchdringlichen Nebel, der den Wald einhüllte. Der Holzfäller kam schnell vom Wege ab. Er wurde so müde vom Umherwandern, dass er sich bald eine kurze Rast gönnte. Genau in dem Augenblick begann ein süß duftender Flaum von oben herabzuschweben.
all jene, die seinen süßen Duft einatmeten, verfielen schnell in tiefen Schlaf. Auch der Holzfäller konnte nicht anders und schlummerte friedlich. Und da lag er nun und schnarchte laut inmitten des Waldes. Er schlief 3 Tage lang. Am Morgen des 4. Tages flog ein Vogelmann herunter dorthin, wo er lag. Er sprach zu ihm: Du sagst immer, ich bin der Stärkste. Wie wär's mit einem Kampf gegen mich, wenn es beliebt? Aber der Holzfäller schlief immer noch ganz fest. Versuch nur weiter im Traumland zu bleiben. Ich werd's dir mit meinem Pulver vertreiben. Und während er das sprach, stäubte der Vogelmann ein glitzerndes weißes Pulver über den Holzfäller. Davon musste der Holzfäller fürchterlich niesen und sprang auf seine Füße. Der überraschte Holzfäller rief: Wer in aller Welt seid ihr? Ich warne euch, ich bin unglaublich stark und ich werde jetzt gleich kämpfen. Der Vogelmann erwiderte: Du kannst mich nicht besiegen, doch wenn du es schaffen solltest, können wir Freunde sein und ich werde mein Zaubermittel mit dir teilen. Es heilt jede Krankheit und macht alt zu neu. Ich habe es von einem, den die Waldleute den Yamu nennen. Der Holzfäller versuchte, den Vogelmann zu ergreifen. Aber der Holzfäller hatte immerhin 3 Tage lang geschlafen. Er war viel zu hungrig, um durchzuhalten. Mit einem Schwung seiner mächtigen Flügel schleuderte der Vogelmann den Holzfäller den ganzen Weg bis in sein Dorf zurück. Der Holzfäller erzählte den Dorfbewohnern alles über den seltsamen Vogelmenschen. Doch nicht eine Seele glaubte ihm. Von diesem Tage an hat sich der Holzfäller nie wieder mit seiner Kraft gebrüstet. Verstehst du? Der Gottesbaum des Waldes ist die Inkarnation von Elrim. Komm bloß nicht auf die Idee, ihn auch nur anzukratzen. Er beobachtet uns immer. Es gibt viele andere Erzählungen mit dem Vogelmann. Wie es scheint, sagen sie alle übereinstimmend, dass er Feuer hasst. Vielleicht wurde er in einem früheren Leben mal gebraten.